Scheiße. So ein Mist. Das ist schon das zweite Mal diese Woche, dass ich in die Hundekacke trete. Das gibt's doch nicht. Hallo, ihr Lieben. Ihr versteht, warum ich gerade so fluche, oder? Wenn so etwas passiert, dann sagt man doch nicht, naja, beim nächsten Mal passe ich einfach besser auf, oder? Wir gehen jetzt nach oben und dort zeige ich euch, wie man auf Deutsch richtig flucht. So, jetzt habe ich mich wieder beruhigt. Aber manchmal ist eine Situation so blöd oder nervig, da muss mein Ärger raus. Und dann muss ich fluchen. Man kann auch schimpfen sagen. Was da rauskommt, ist zwar kein schönes Deutsch, aber das tut richtig gut. Ich zeige euch, wie es geht. Dann könnt ihr das nächste Mal das Fluchen auf Deutsch probieren. Mit so ein kann man ganz einfach seinen Ärger über etwas ausdrücken. So ein Quatsch. So eine blöde Idee. Oder über jemanden, so ein Idiot. So eine blöde Kuh. Dabei betont man gern jedes Wort. Versucht's mal. So ein Mist! Beim Fluchen sind nämlich nicht nur die Wörter wichtig. Auch die richtige Betonung spielt eine große Rolle, wenn ihr zeigen wollt, wie verärgert ihr seid. Wenn ihr euch wirklich ärgert, dann sagt ihr zum Beispiel nicht, ich habe die Nase voll. Das klingt viel zu monoton. Nein, ihr ruft, ich habe die Nase voll. Und jetzt zusammen. Ich habe die Nase voll! Hört sich überzeugend an, oder? Aber ich hoffe, ihr meint das nicht ernst und habt nicht von mir die Nase voll. Wenn ihr schimpft, lasst euch Zeit und sprecht laut und deutlich. Versucht das mal. Das macht mich fuchsteufelswild. Fuchsteufelswild ist ein lustiges Kompositum. Fuchs, Teufels, wild. Das bedeutet so etwas wie sehr wütend und ist eigentlich ein richtiger Zungenbrecher. Aber wenn man jedes Element deutlich betont, dann lässt sich das ganz gut aussprechen. Fuchs, Teufels, wild. Jetzt seid ihr dran. Das macht mich... Ist euch das zu kompliziert? Dann ärgert euch bloß nicht und flucht einfach so. Das macht mich wahnsinnig! Die Bedeutung ist fast gleich und die Aussprache einfacher. Wollt ihr mal einen Ausdruck hören, den ich ganz lustig finde? Den sag ich gern zu Matthias, wenn er mal wieder spinnt. Du hast nicht alle Tassen im Schrank. Hey! Der Spruch bedeutet, du spinnst. Du hast einen Vogel. Also, du bist verrückt. Halt die Schnauze, du blöder Köter! Hau ab! Ach Ida, du hast heute wirklich schlechte Laune und etwas gegen Hunde. Sei doch ein bisschen entspannter. Matthias, sei still bitte und lass mich in Ruhe. Wenn ich etwas nicht hören will, dann kann ich sagen, sei still. Wie zu Matthias eben. Das ist nicht nett, aber immer noch netter als halt die Schnauze. Die Schnauze, so heißt der Mund bei vielen Tieren. Auch lass mich in Ruhe, sage ich nur, wenn ich genervt bin. Aber wenn ich richtig wütend bin, ist mir das nicht stark genug. Da rufe ich lieber, hau ab! Genug geflucht für heute. Hat es euch gefallen, mal auf Deutsch richtig unfreundlich zu sein? Dann abonniert meinen Kanal und kommt bald wieder. In der nächsten Folge erzähle ich euch nämlich, wie der Imperativ funktioniert und dass er sich nicht immer anhört wie ein Hund, der bellt. Und nicht vergessen, die Abo-Glocke drücken. Bis zum nächsten Mal, eure Ida.